Dann beginnen wir gerade mit dem Live-Teil. Die Aufgabenstellung, dieses Projekt, das wir gemacht haben, es geht eigentlich darum, dass man solche Einzahlungsscheine, also solche Formulare A4 mit Einzahlungsschein bedrucken kann. Und zwar früher war das so, dass Postfinanzkunden solche Einzahlungsscheinformulare bekommen haben, die waren aber da vorgedruckt. Das heißt, man hat den Namen drin, man hat hier eine Referenznummer und zwar auf jedem Blatt eine andere Nummer. Der Kunde von Postfinanz bekommt das kostenlos bis 2000 Stück dieser Formulare. Dazu hatte man eine Applikation unter Windows XP, die konnte man installieren und dann konnte man seine Rechnungen drucken und den Zahlungseingang verbuchen. Und wir sind in Kontakt gekommen mit Postfinanz, haben dann gehört, was es gibt und haben gesagt, hey, wir können sowas machen und wir können das so machen, dass man solche Blanko-Einzahlungsscheine benutzen kann und dass man nichts mehr installieren muss, sondern unter jeder Plattform die Möglichkeit hat. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine Applikation genommen, die eben webbasiert ist. Und dazu haben wir uns überlegt, auf was wir da aufbauen können. Und da wir schon Projekte mit SQL Ledger machen, eine Open Source ERP Buchhaltungslösung, haben wir gesagt, die Buchhaltungslösung, die kann Einzahlungsscheine drucken, die kann Mahnungen schreiben, die kann den Zahlungseingang verbuchen. Wieso nehmen wir nicht diese Lösung, die zwar so viele Funktionen hat, auch noch Lager, Einkauf, Verkauf, und machen einfach eine abgespeckte Version, die genau das Bedürfnis erfüllt, das Postfinanz hat. Damit man den Kunden eine einfache Lösung zur Verfügung stellen kann, mit der man Einzahlungsscheine bedrucken kann, den Zahlungseingang verbuchen kann und Leute mahnen, wenn das nötig ist. Wir sind dann hingegangen und haben uns überlegt, wie die Lösung aussehen soll. Und für das haben wir ein Portal gemacht, das nennt sich www.etherlite.ch. Der Name Etherlite kommt von Postfinanz. So heißt also diese Lösung und da ist jetzt ein Portal. Und die Aufgabenstellung war, dass sich der Benutzer automatisch selber registrieren kann, wenn er von diesem Service Gebrauch machen könnte. Dazu haben wir also diese Möglichkeit, dass wir hier auf Registrieren gehen können und dann kann ich gerade meine Angaben erfassen. Name, Vorname. Ich muss das Fenster ein bisschen kleiner machen. Ich kann also meine Angaben erfassen. Es ist auch möglich, das als Privatperson zu machen, dann schreibe ich normale Rechnungen oder ich habe die Möglichkeit, das als Firma zu machen, dann kann ich hier unten entsprechend meine Mehrwertsteuernummer eingeben und dann bin ich also auch in der Lage, mehrwertsteuerkonforme Rechnungen zu machen. Wenn ich mich dann registriert habe bei dieser Lösung, bekomme ich ein E-Mail zugestellt mit meinem Passwort und meinen Login-Informationen und wenn ich diese Informationen habe, kann ich mich nachher entsprechend an dem Portal anmelden. Ich zeige mal, wie das läuft. Ich melde mich also an und jetzt komme ich in eine abgespeckte Version von SQL Ledger rein, die eigentlich nur noch diese Funktionen hat, die man braucht, damit man diese Einzahlungsscheine drucken kann. An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, so ein Projekt, das macht man heutzutage ja nicht mehr alleine, sondern man arbeitet mit Partnern zusammen, man arbeitet mit verschiedenen Firmen zusammen, damit man auch als kleineres Unternehmen solche Lösungen zustande bringt. Auf der einen Seite wir von Linux, wir hatten die Idee, wir haben die Projektleitung gemacht, das Ganze koordiniert. Dann hatten wir einen Partner PageWerkstatt, der hat das ganze Layout für uns gemacht, damit es eben so aussieht, wie es jetzt aussieht. Wir haben Postfinanz, die uns das überhaupt ermöglicht, dass wir dieses Projekt mit ihnen machen können. Von dort haben wir natürlich auch Unterstützung erfahren, Feedback. Und wir haben auch den Hersteller, SQL Ledger, wir haben also auch mit dem Kontakt aufgenommen. Das ist eine kanadische Firma.
Der Inhaber dort ist ein Österreicher, der ausgewandert ist und der hat vor 10 Jahren angefangen, diesen SQL Ledger zu entwickeln. Und mit dem haben wir auch Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, wir haben da ein Projekt mit PostFinance, seid ihr auch bereit, da gewisse Arbeiten zu leisten, damit man wirklich den Support hat, auch aus der Community, für den Fall der Fälle, wenn es mal Linux nicht mehr geben würde, dann sind auch die von der Community involviert und somit ist auch sichergestellt, dass natürlich so eine Lösung längerfristig Bestand hat. Ich habe die Möglichkeit, meinen Kunden zu erfassen. Die wichtigsten Daten, vielleicht habe ich noch irgendeine E-Mail-Adresse oder eine Bemerkung. Ich kann das entsprechend speichern. Ich habe nachher meine Möglichkeit, meine Rechnungen anzuschauen, die ich habe. Oder ich mache eine neue Rechnung, dann gehe ich einfach hier rauf, sage Rechnung. Ich nehme irgendeinen Kunden, dann sagen wir, das ist ein Test von der Open Expo. Der Betrag ist 100 Franken und das ist für Turnschuhe. Die Zahlungsbedingungen, 60 Tage, die hatte ich schon beim Kunden hinterlegt, die übernimmt er also automatisch. Jetzt kann ich ihm nur sagen, gib mir eine neue Rechnungsnummer, dann nimmt er einfach die nächste freie Nummer. Und wenn ich soweit bin, dann gehe ich auf Drucken. Und jetzt wird im Hintergrund auf dem Server ein PDF generiert. Das PDF wurde jetzt runtergeladen und in der Zwischenzeit wird das PDF auch dargestellt. Da habe ich jetzt also mein PDF mit den Rechnungen. Und hier unten die Informationen, die Millimeter genau in diesen Teil des Einzahlungsscheines passen. Die Schwierigkeit bei dieser Geschichte ist, auf der einen Seite muss man da eine eindeutige Referenznummer generieren, weil die wird wieder gebraucht, wenn ich das Geld bekomme. Auf der anderen Seite habe ich hier unten eine Codierzeile, die wird dann gelesen, wenn ich auf die Post gehe wirklich und das Geld einbezahle. Dann kommt das durch so einen Leser raus. Da habe ich die Problematik, ich brauche einen OCRB-Font. Aber hat dann ein Linux-User oder einen Mac-User diesen OCRB-Font installiert oder hat er das nicht? Also das muss man entsprechend natürlich umgehen. Man muss die exakte Positionierung haben. Man muss diese Nummer in richtigen Art und Weise drucken, so wie das vorgegeben wird von der PostFinance. Und wenn man das alles berücksichtigt, kann man nach einem PDF, das exakt da drauf ausgedruckt werden kann, unabhängig, ob Sie Windows, Linux oder Mac OS X haben, funktioniert das entsprechend. Wenn Sie nachher eine Änderung haben, können Sie da rein und sagen, ja okay, ich habe da noch nochmals was, das sind vielleicht normale Schuhe und Sie können wieder drucken, sagen und tack, habe ich schon wieder meine geänderte Rechnung. Und Sie haben jetzt gesehen, wie schnell das geht, das ist so und das ist gemacht, das geht jetzt aber im Prinzip auf Bern, also jetzt da durch das Internet von der Open Expo Topsoft, wo schon viele Leute damit arbeiten, auf Bern, dort wird das PDF generiert, das kommt zurück und man sieht es hier am Bildschirm. Das ist so ein bisschen die Geschwindigkeit der Lösung. Wenn ich das dann gemacht habe, dann klar, dann speichere ich die Rechnung, dann ist die gebucht, habe ich die drin, habe nachher die Möglichkeit, wenn bezahlt worden ist, kriege ich ein File, das kann ich runterladen vom PostFinance und diese Datei kann ich entsprechend reinladen. Und dann wird meine Zahlungen automatisch abgeglichen. Ich muss jetzt schnell schauen, dass ich so eine Datei schnappen kann.
habe jetzt heute Morgen noch so eine Datei gemailt, damit ich das live zeigen kann. Ich hole die jetzt schnell und speichere die raus. Bis das soweit ist, vielleicht noch ein bisschen was technisch. Auf dem Server haben wir zurzeit ein Linux. Wir haben Postgres als Open Source Datenbank. Die Applikation selbst ist in Perl geschrieben und für den Webserver haben wir einen Apache, der entsprechend zum Einsatz kommt. Ich hole da jetzt meine Datei, die ich bekommen habe. Nehmen wir diese da. Das hat jetzt, glaube ich, schon runtergeladen. Okay, dann gehe ich nachher auf Import, Zahlungen, wähle meine Datei aus. Sage weiter. Ja, und bin da ausgeloggt. Schade. Dann zeigen wir das schnell unter Ubuntu. Wenn das unter Mac nicht will. Was man hier auch noch sieht, ist, dass die ganze Kommunikation entsprechend verschlüsselt stattfindet, also es ist eine HTTPS-Kommunikation. Und wenn ich mich jetzt hier nochmals anmelde und auf Import gehe, dann könnte ich hier entsprechend dann meine Datei auswählen, aber die habe ich jetzt nicht im Zugriff, weil die jetzt auf dem Mac OS ist und nicht in meiner virtuellen Maschine. Das tut mir leid. Die Leute, die das noch sehen wollen, wie das mit dem Importieren geht, die können sonst auch an unseren Stand kommen. Dort zeigen wir das auch, wie man importieren kann. Was wir auch noch implementiert haben, ist Mahnungen. Das heißt, es kann ja vorkommen, dass Leute nicht bezahlen. Dann haben wir da entsprechend die Mahnungen mit den Mahnstufen. Ich kann dann da einen Kunden anwählen und sage auch hier wieder drucken. Auch unter Ubuntu, ich kann die Datei öffnen. Sie wird runtergeladen und so fort. Habe ich auch hier die Mahnung so, wie ich mich das gewohnt bin. Zusätzlich hat der Benutzer noch Möglichkeiten im System Einstellungen vorzunehmen, hat die Möglichkeit jederzeit auf Datensicherung zu klicken, damit er die Daten speichern kann. Also die sind nicht nur bei uns, der kann sie selber speichern. Man hat Benutzereinstellungen, das heißt die Lösung wird nachher auch in Französisch, Englisch und Italienisch zur Verfügung stehen, dass es eben im Prinzip alle Leute in der Schweiz nutzen könnten. Und wenn irgendjemand den jetzt rätromanisch sprechen würde und sagt, ich mache die Übersetzung, dann würden wir also auch rätromanisch noch mit reinnehmen, weil das wäre nicht so eine große Sache. Dann hat man die Möglichkeit, Kundennummern und Rechnungsnummern zu sagen, ich will bei 1000 beginnen bei der Rechnungsnummer oder bei 5000, weil ich vielleicht schon früher Rechnungen hatte, die ich nummeriert habe, dann kann ich ein Offset setzen. Mehrwertsteuer ist ja ein Thema, wir haben jetzt ja nochmals ein Jahr gewonnen, unabhängig ob die Erhöhung kommt oder nicht, die Einführung wäre ja frühestens auf 2011, aber hier hat man die Möglichkeit, das sind die aktuellen Steuersätze, da kann man sagen, bis wann die Gültigkeit sind und so kann also jeder Benutzer
auch in Zukunft den Mehrwertsteuersatz selbst anpassen, ohne dass es Support braucht, falls der wirklich mal 8% wäre. Also da haben wir auch schon entsprechend vorausgeschaut, damit man diese Möglichkeit hat. Wir mussten zusätzlich diese Mahntexte einbauen, damit der Benutzer Möglichkeit hat, in der ersten Mahnung ist das vielleicht noch nicht so formuliert und in der dritten Mahnung, da spricht man dann schon von Betreibung. Und das kann der Benutzer individuell so konfigurieren, wie er das möchte, dass eben auf der Mahnung da steht, was auch entsprechend stehen sollte. Wir haben die Möglichkeit noch eingebaut, dass man Feedback zurückschicken kann. Also wenn jemand irgendwelche Ideen hat, dann kann man Feedback zurückschicken. Es gibt entsprechend eine Anleitung. Also es gibt ein PDF, das man runterladen kann, das man studieren kann. Dort sind eigentlich die Funktionen beschrieben. Für die Leute, die sagen, ja, ich möchte mich nicht registrieren, aber ich möchte es mal trotzdem ausprobieren im Vorfeld, gibt es die Möglichkeit, dass es eine Online-Demo gibt. Das heißt, wenn Sie jetzt hier schauen, haben Sie gerade die Login-Informationen für eine Online-Demo. Das heißt, Sie können auf diese Seite gehen, sich anmelden mit diesen Informationen und dann selbst ausprobieren, ist das was für Ihre Bedürfnisse oder fehlt da noch irgendwas, das gemacht werden müsste, bevor Sie sich überhaupt registrieren. Sie werden sich natürlich jetzt vielleicht fragen, ja, wieso macht man so eine Lösung, die dann eigentlich kostenlos ist? Von was leben wir dann? Ich meine, von was die Postfinanz lebt, ist wahrscheinlich allen klar. Unser Gedanke ist daran, dass vielleicht der eine oder andere nicht nur solche Einzahlungsscheine drucken möchte, sondern vielleicht möchte der ja auch noch eine kleine Buchhaltung, vielleicht möchte der auch noch Offerten machen können oder vielleicht auch noch die Lieferantenrechnungen verwalten. Und dann ist eigentlich die Idee, dass man von dieser kostenlosen Version entsprechend auf eine kostenpflichtige Version upgraden kann, wo man dann entsprechend mehr Nutzen hat und im Prinzip seine bestehenden Daten könnte man dann mitnehmen. Das ist eigentlich unsere Idee bei der Geschichte. Etwas hat man, wo man gewisse Sachen machen kann und wenn man dann mehr will und auch mehr braucht, dann gibt es Möglichkeiten, damit man mehr machen kann. Vom Zeitplan her ist es so, es ist jetzt seit knapp 2 Wochen in der Testphase, wo Postfinanzkunden diese Lösung anschauen, das Testen, schauen, geht das, geht es nicht, vielleicht haben sie noch Fragen, damit man also die ganze Usability anschaut, wie jetzt vorhin bei Mac wollte ich importieren, da gab es ein Login, das müssen wir jetzt anschauen, dass wir diesen Feedback aufnehmen. Diese Phase läuft noch bis Ende vom Monat. Dann wird dieses Feedback ausgewertet, die entsprechenden Korrekturen gemacht. Im nächsten Monat ist dann vorgesehen, dass die Übersetzung kommt, auf Italienisch und auf Französisch, damit eigentlich alle Sprachregionen gleich berechtigt sind. Und der nächste Schritt, wenn das auch gut läuft, ist dann eigentlich kurz vor Ende Jahr das Mailing, wo dann Postfinanz ihre Kunden informiert und eigentlich denen mitteilt, dass es die Möglichkeit gibt, wo man viel flexibler ist. Man braucht nur noch diesen Blanko-Einzahlungsschein. Ich muss nicht mehr schauen, welche Nummer ich habe, bevor ich das einlege, um das zu bedrucken. Und dann geht die Lösung eigentlich in den produktiven Betrieb über. Und wir werden einfach dann den Kundenfeedback sammeln, um zu sehen, was sie noch mehr wünschen. Und dann sukzessiv in der Zukunft schauen, welche Dinge macht Sinn, dass das noch implementiert wird und welche Dinge, muss man sagen, das ist gar kein Bedürfnis, das braucht es gar nicht mehr. Die Präsentation oder die Bilder, die Sie jetzt nicht gesehen haben, die können auf der Open Expo-Seite runtergeladen werden. Da gibt es auch ein PDF über meine Präsentation mit den Slideshows. Die Nummer ESER Light kann man sich merken. Man findet die Adresse auf unserer Webseite auch. Man findet auf unserer Seite den Link zur Präsentation oder eben auf der Seite von der Open Expo. Ja, so werde ich am Schluss meiner
leider ein bisschen missglückten Präsentation und könnt jetzt noch Fragen beantworten, falls noch irgendwelche Fragen da sind.